Heute erleben wir die verrücktesten Minecraft-Cartoon-Animationen, die ihr jemals gesehen habt. Denn diese Animationen sind richtig lustig. Denn starten tun wir mit diesem wunderschönen Anblick und wir starten auch schon rein. Daumen nach oben und abonnieren nicht vergessen. Let's go, Freunde. Alter, wir sehen hier auf jeden Fall eine richtig coole Kampfanimation. Und hier werden die Pfeile rübergeschossen. Also es soll hier quasi so ein Villager gegen Spielerkampf sein, was ich echt cool finde. Auch ganz cool untermalt mit dieser Musik. Und das Originalvideo ist auch in der Beschreibung. Man beachte da oben links brennt einfach ein Zombie. Auch nicht schlecht. Aber wer wird gewinnen? Also ich sage, ich habe irgendwie das Gefühl, dass Steve gewinnen wird. Ich glaube, Steve gewinnt und dieser Zombie-Villager schaut irgendwie ganz gespannt zu. Oh. Was? Er schickt ihn zur Sonne und wieder zurück in einer Perle. Was ein krasser... Oh, sehr nice. Was ein cooles Detail mit dem Water-MLG. Wie einfach dieses Baby-Zombie da im Hintergrund in diesem Boot hockt. Hab das gerade gar nicht gecheckt, das soll anscheinend ein Boot darstellen. Und er sneakt so. Oh, das war eine Potion. Oh, ja, das war's mit ihm. Also er hätte theoretisch den Kampf verloren, damit wir das festhalten können. So, eine Hexe. Oh. Ja, der bekommt ein bisschen Schaden durch die Hexe. Kassiert eine Giftflasche. Und so geht's zu einer Kuh. Ja, und er geht zur Quelle, um quasi keinen Schaden mehr zu bekommen, ne? Ein bisschen Milch trinken. Okay, was ist das jetzt hier? Titanic? Zwischen Schweini und Schweinlini? Oh Gott. Der Anblick, wenn man einem Schwein einfach eine Karotte hinhält. Sehr nice. Das ist ein sehr, sehr lustiger Anblick. Okay, das habe ich jetzt hier nicht erwartet. Und er klopft nebenan, weil er die Musik so laut aufdreht. Ja, er muss das richtige Foto wieder raussuchen. Ah, okay. Aber, ja, okay. Er bekommt anscheinend das falsche Foto heraus. Ah, wer kennt ihn, den Trick, Leute? Ja, perfekt. Er wollte das Foto haben. Ja, er denkt sich halt jetzt wieder alles okay, aber in Wirklichkeit hat er halt nur das Foto rausgesucht. Oh, er bekommt ein Ei ins Gesicht geworfen. Was ist das denn? Lol, habt ihr es gerade gesehen? Er nutzt einfach mal ein Hühnchen als Eierpistole. Uiuiui. Was macht der denn? Oh na. Habt ihr es gerade gesehen? Der steckt einfach mal das Hühnchen in den Ofen und bekommt ein gebratenes Hühnchen heraus. Uiuiuiui. Oh, oh, oh. Okay, Steve baut sich runter. Leute, Regel Nummer 1, niemals einfach so nach unten bauen. Das wissen wir doch alle. Wie kann er das nur tun? So, fällt jetzt hier nach unten. Oh, das ist ein Creep. Was war das denn? Was zur Hölle passiert da gerade? Oh, ich finde das Lied so geil, dieses Minecraft-Lied. Ich denke mal, wir alle kennen es, oder? Ich weiß nicht, wie es heißt, aber ich liebe dieses Lied. Ja, nicht schlecht. Der Eisengolem kam auch noch hinterher. Und da haben wir die Schweine. Hä? Okay. Also, das eine Schwein scheint entsetzt zu schauen. Hä? Oh nein, was passiert jetzt mit dem Schwein? Das Schwein hat schon Böses geahnt. Oh nein, oh nein. Ich glaube, er vermutet schon das Schlimmste. Oh. Er sieht schon vor seinen Augen, wie er geschlachtet wird. Nein, das arme Schweinchen, Freunde. Nicht das Schweinchen. Nein, 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 nein. Ach, Leute.
Ja, Steve ist ein Monster. Und in Wirklichkeit, jetzt sehen wir, was in Wirklichkeit passiert, Freunde. Das Schweinchen rennt weg und fängt an zu weinen. Nein. Denkt ihr, das Schweinchen wäre wirklich so geendet, wie es vorhergesehen hat? Man weiß es nicht, ne? Vielleicht war ja auch im Haus drin ein Paradies, ne? Das haben wir jetzt hier Wario als Minecraft-Skin. Oh. Ja. Hä, okay. Jetzt hier einfach mal alles dunkel, okay? Oh. Der Eisengolem, das Eisengolem im Haus, auch nicht schlecht. Ah, das ist quasi die Stelle, wo er die Musik so aufgedreht hat und das Foto an der Wand befestigen wollte. Hä? Ach, er trollt ihn mit ein paar Eiern! Und der Eisengolem spuckt schon ein Hühnchen aus. Oh, der Villager macht hier aber ernst. Der lässt nicht mit sich spielen. Geht jetzt hier in den Nether. Haut nochmal ein paar Blazes kaputt. Aber auch das ist der Villager. Ab und zu mal ein bisschen was naschen, ne? Ab und zu mal ein bisschen was naschen ist auch nicht verkehrt. Braun. Okay, der ist jetzt hier im Nether, der Steve. Oh, keine gute Idee. Das war definitiv keine gute Idee. Okay. Also anscheinend hat er ein paar Freunde gefunden mit der Goldrüstung, ne? Oh nein, das ist glaube ich das Schwein von vorhin, das weggerannt ist. Oh nein, das Schweinchen tut mir leid. Das Schweinchen tut mir echt leid. Wenn ihr auch Mitleid habt mit dem Schweinchen, dann einen Daumen nach oben da lassen, Leute. Auf jeden Fall. Na, schaut euch das mal an. Irgendwo jetzt hier gelandet in so einer dreckigen Höhle. Fledermäuse fliegen dem Schwein hier entgegen. Mitten in der Nacht. Das arme Schweinchen, Freunde. Das arme Schweinchen. Steve läuft jetzt hier auch mitten durch die City. Vielleicht denkt er sogar so ein bisschen an das Schwein. Wo könnte das Schwein sein? Oh Gott, das ist, glaube ich, das ist die Rache. Das ist ein Batman-Schwein. Oh je, oh je, oh je. Ich glaube, dass Steve sich mit dem falschen Schwein angelegt hat. Oh ja. Das hast du dir selbst zu verdanken. Bam. Also jetzt verbindet er hier auf den Server. Welt wird erstellt. Steve ist dem Spiel beigetreten. Wir sehen hier, willkommen auf dem Server. Wenn du das liest, bist du doof. Ja, und da kommt der Troller. Ja, der Troller. Und der Troller baut auch ein paar Bauwerke. Man weiß Bescheid. So, der Troller geht jetzt in ein Haus rein. Das ist eine Druckplatte. Oh. Also wer darauf reinfällt, auf die... Daneben ist doch TNT. Ach, warte mal. Ach nee, ich glaube, ich weiß, was er macht. Ja, klar, er klingelt und wenn jetzt jemand da drauf tritt, weil... Ne? Ah, okay, ja gut. Das kann er ja nicht wissen, dass er TNT ist. Und ja, das war auf jeden Fall ein interessanter Troll. Und Steve bekommt dadurch seine Ausrüstung. Er hat Ausrüstung bekommen. Schaut euch das mal an. Jetzt wird er wahrscheinlich vermutet. Was ist das denn hier? Der Sheriff baut hier anscheinend im roten Sand. Mitten in der Wüste, in so einer Wüstenstadt. Okay, und da fliegen ein paar Spieler durch die Stadt. Der Schaf macht einfach mal ein paar Geräusche und der Sheriff schreibt leise sein in den Chat. Ja, also ich glaube spätestens jetzt wissen die, er schreibt noch unten links in den Chat rein, oh Gott. Spätestens jetzt wissen auf jeden Fall alle, wo die sind. Oh nein, Lava. Das muss wehgetan haben. So, Steve hat jetzt auch einen Hund gefunden. Okay. Irgendwie wirkt Steve so ein bisschen komisch. Okay, er packt den Troller in den Ofen rein. Und das Herz heraus von dem einen Spieler. Oh, das ist, glaube ich, die Rache hier. Oh, no. Oh Lord, er schert einfach die Kleidung weg von dem Spieler.
Und der Zombie wird einfach mal riesig und er isst ihn auf. LOL. Oh, hier das Jab-Unterstrich-Schaf, was ja einen Schaf-Regenbogen farbig macht. Also es ändert immer die Farben. Wenn man ein Minecraft-Schaf so benennt in Minecraft mit einem Name-Tag, dann ändert es die Farben. Ja, und das war's mit den Farben. Einfach abgescherzt. Oh, das arme Schaf. Weiter geht der Wahnsinn hier. Oh, ganz knappe Angelegenheit. Ein Minecraft-Skelett. Oh, und der Kollege hat aber auch einen Bogen in der Hand. Wer wird gewinnen? Skelett oder Spieler? Ich sag der Spieler. Ah, ich bin gespannt. Und... Wie trocken er ihn einfach den Mittelfinger zeigt. Ey, das ist frech. Ah, nein, stimmt. Der kann doch am Tag gar nicht leben. Der hat sich unter einem Baum versteckt. Das check ich jetzt erst. Das war schlau. So, Knochen wurde gedroppt. Was macht er da? Der Wolf will ein Schaf essen. Oh, der Wolf, der nähert sich. Und... Diese Darstellung, wie die Mobs aussehen, ist auch so lustig, ne? Oder der Steve, der sieht so merkwürdig aus. Oh. Ach, warte mal, er nimmt nicht den Knochen aus der Hand, er nimmt den Knochen aus dem Körper. Na, damit hat Steve nicht gerechnet. Das war's mit Steve. Warum explodiert der aber jetzt? Noch ein Apfel? Okay. Leute, warum rollt dieser Hund und läuft nicht einfach normal? Jetzt geht's ab in eine Höhle anscheinend. Warum auch immer der diesen Hund gezähmt hat, nachdem er ihn einen Knochen rausgerissen hat. Was macht er jetzt? Er zeigt auf irgendwas. Okay. Also ein paar Diamanten haben die gefunden, ja? Vorne ist Alex. Okay. Der Wolf guckt schon so sauer. Oh, greift jetzt Alex an? Ich glaube, das war nicht die richtige Entscheidung vom Hund. Was? Warte mal ganz kurz. Der Hund greift erstmal Alex an und steckt dann Alex in eine Kanone rein. Also jetzt geht's hier wirklich los, Freunde. Schaut euch das mal an. Eieieiei. Das war, glaube ich, nicht das, was er wollte. So ein Pillager. Und die sind jetzt hier in so ein Villager-Dorf angekommen. Irgendwas scheint hier in dem Villager-Dorf abzugehen. Ich kann noch nicht ganz deuten, was es ist, um ehrlich zu sein. Aber irgendwas passiert da. Okay, und Steve stellt sich vor, wie er dort ein Haus hat. Und es platzt weg. Weil die Realität wahrscheinlich so ein Dreckhaus ist. Okay, aber er hat Diamant-Equipment. Ich meine, er hat ja auch ein paar Diamanten gefunden, der Mine. Kann man ja auch dann theoretisch erwarten, ne? So, ich bin jetzt gespannt, wie das Haus aussehen wird von Steve, was er jetzt baut. Ob das die Luxusvilla sein wird. So, der Hund sitzt da einfach nur und... Ja, also das ist auf jeden Fall nicht so wie auf dem Plan davor. Was ist das für ein Haus? Das habe ich, glaube ich, so... Ja, das war's auch mit dem Hühnchen, was gerade aufgeploppt ist. Und weiter geht's anscheinend hier in einer Mine. Ah, nee, warte, stimmt gar nicht, an einem Baum und der isst einfach mal diesen Holzblock, warum auch immer. Okay, jetzt craftet er sich eine Holzspitzhacke. Eieieiei. Was wird das denn jetzt hier? Speedrun in der Mine oder was? Also er scheint zurück zu sein in der Mine, aber mit einer Holzspitzhacke Eisen abbauen, das ist keine gute Idee. So, jetzt nochmal Holz abbauen, nochmal eine Holzspitzhacke craften, jetzt Stein abbauen. Ja, das sieht ja schon besser aus. Und jetzt Eisen abbauen. Genau, das ist die richtige Reihenfolge. Okay, explodieren. Was macht der denn jetzt? Der rollt durch die Mine. Rollt durch den Zombie-Spawner. Also, wie viele Blöcke musst du denn jetzt hier abbauen in so einer kurzen Zeit? Boom. Weg mit ihm. Okay. Und es ist dunkel in der Mine. Anscheinend hat er keine Fackeln. Ja.
Stein, das ist eine Eisenspitzhacke und er findet einen Axolotl. Wie das Axolotl hier anlächelt. Okay. Was auch immer das jetzt hier gerade war, Freunde. Ja, und er ist natürlich geflasht von den Diamanten. Wow. Wunderschöne Diamanten. Und da ist aber auch ein Warden. Ob man sich mit dem Warden anlegen will, weiß ich nicht. Ja, das war die falsche Entscheidung, in der Gegenwart vom Warden zu husten. Und wenn ihr nicht so eliminiert werden wollt, lasst ihr jetzt schnell einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal für mehr Videos.